Okay, so, dann meine Deckfolie ist aus irgendwelchen Gründen weggerauscht. Das hatte ich auch noch nie. Insofern ist es ja super, dass du, Dennis, die Präsi schon mal rumgeschickt hast. Da gibt es eigentlich den offiziellen Titel. Ich weiß nicht, wo die hin ist. Aber das ist ja nicht so entscheidend. Entscheidend ist der Inhalt und nicht die Deckfolie. Und wenn ich manchmal so nach rechts unten gucke, dort habe ich einen zweiten Bildschirm, da ist dann eher die gesamte Gruppe. Also wenn dann später noch Fragen sind, ich habe mich darauf eingestellt, Dennis, dass ich so eine halbe Stunde vielleicht jetzt erzähle. Und dann bin ich eher interessiert natürlich an Dialog. Und diejenigen, die Lust haben, ich muss jetzt nicht Punkt 17 Uhr raus, ich weiß nicht, wie der Endtermin ist oder so. Also wer Lust hat, kann dann gerne auch noch weiter mit mir ins Gespräch kommen. Und ja, wenn Fragen sind, ich vermute, ihr macht das auch so einfach im Chat schreiben, dann können wir ja gucken, wie es ist. Also das Thema Transformation, und ich nehme mal das auf, was du sagtest, Dennis. Einleitend, was gibt es da vielleicht für einen Schlüssel? Ich glaube, da gibt es mehrere Schlüssel, aber den Schlüssel, an dem ich dran bin und den ich auch beforsche, der hängt schlichtweg damit zusammen, dass ich als Alter tatsächlich mit fast 50 Jahren jetzt noch in die Forschung, in die Wissenschaft gekippt bin, hauptberuflich. Das heißt, ich habe irgendwie über 20 Jahre Berufserfahrung, Führungserfahrung. Und tatsächlich war ja immer die Frage, wie kannst du denn Veränderungs- oder Transformationsprozesse irgendwie initiieren? Oder was machst du, wenn irgendwie eine Gruppe oder Menschen dort in diesem Prozess sind? Und ich habe irgendwie erlebt in der Praxis, auch an meinem eigenen Erleben, am Ende geht es um Konflikte. Also wann musst du denn dich bekennen? Ja, also wenn alles gut läuft, erzählen die Leute total gute Dinge und so weiter, das ist super. Und da ist auch überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber im Zweifel, wenn es darum geht, vielleicht liebgewonnene Gewohnheiten oder alte Muster zu verlassen. Meistens knallen dann irgendwie Interessen aufeinander und früher oder später vollzieht sich das in Konflikt. Und ich glaube deswegen, das ist auch mein Forschungsscope, wie kann ich sozusagen in Konfliktsituationen einen Transformationsprozess einleiten, der tatsächlich die Arbeitsbeziehung auf eine Augenhöhe bringt. Denn, und das ist vielleicht jetzt der Einstieg, woher kommen wir? Und das seht ihr hier. Wir kommen einfach aus einer frühen Industrialisierung. Dampfmaschine, das soll dieses Bild, finde ich, ganz schön darstellen. Der Übergang sozusagen von der Manufakturfertigung Anfang des 20. Jahrhunderts Richtung Industrialisierung. Die Dampfmaschine mit der Lok dort hinter, das seht ihr. Dann, das kennt vielleicht auch einige auch, Charlie Chaplin, ja, die Massenproduktion, die Fließfertigung, wo Menschen dehumanisiert wurden, also wo sie über den Taylorismus zu erweiterten Maschinen gemacht wurden. Das ist sozusagen auch eine Historie, die wir hatten. Wichtig zu wissen ist, zu diesen Zeiten hatten wir eine patriarchale Gesellschaftsstruktur. Das heißt also, die Autoritätshaltung war durch Über- und Unterordnung geprägt. Das war Standard, das hat überhaupt keiner hinterfragt. Und so ging es dann weiter. Hier in den 60er Jahren ein Bild, die frühen Büros in den USA, also Großraumbüros. In den 80er Jahren sah das nicht viel besser aus. Das heißt also, letztendlich ist die Massenfertigung und der Taylorismus, also der läuft letztendlich eigentlich seit der frühen Industrialisierung. Und die Art, wie das dargestellt ist, verändert sich zwar, aber das Grundmuster, wie auch geführt wird, also Über- und Unterordnung, ist eigentlich ähnlich geblieben so. Natürlich gibt es jetzt heute neue Bürokonzepte und so weiter, aber vielfach sind viele Menschen immer noch in alten Mustern, Führungsmustern und auch Motivationsmustern. Also dem Ansatz, ne, es gibt ja häufig so die Frage, wie kann man Mitarbeiter motivieren oder Mitarbeiterinnen? Allein die Frage ist schon falsch, ja. Du hast von intrinsischer Motivation gesprochen. Letztendlich ist es schwierig, einen Menschen von außen zu beeinflussen. Du kannst ihn vielleicht irritieren oder inspirieren, aber letztendlich, wenn er oder sie das nicht will, passiert gar nichts. So, das heißt also, wenn wir mal schauen, woher kommen wir? Wir kommen, und das seht ihr hier auch nochmal in den Quellen, wir kommen, ich nutze da aktuell das Modell und die Folie von Sharma, Matrix der sozialen Evolution, was ich ganz hilfreich finde. Wir kommen sozusagen aus dem Ego-System-Denken. Das heißt, alles dreht sich letztendlich um mich und das ist das Ich in mir sozusagen. Also ich drehe mich um mich selber. Dann gibt es die nächste Stufe, ich kümmere mich um Themen, um irgendwelche Fachinhalte, ich im S, also welchen Bezug habe ich zu irgendwelchen Inhalten, Techniken, Dingen, die außerhalb von mir liegen und ich in dir. Das heißt also, über die Wirtschaftsgeschichte wurde deutlich, wenn ich mich nur um mich selber drehe oder wenn ich mich nur auf den Themenfokus beziehe, dann bekomme ich irgendwie keine Ergebnisse, dann bekomme ich irgendwie nichts raus, weder ob eine Dienstleistung oder ein Produkt. Das heißt, ich muss mich irgendwie auch um Stakeholder kümmern, also um Kundinnen und Kunden, um Interessen,
ja, Anteilseigner oder Interessensgruppen, die irgendwie mich unterstützen können, an dem Produkt zu wirken. Und wie ich finde, und das passt, finde ich, ganz gut auch zu Sharmas Diagnose oder Idee, letztendlich befinden sich die meisten Unternehmen in diesen drei Feldern. Und keines dieser Felder ist jetzt falsch oder schlecht oder so, sondern es sind einfach verschiedene Evolutionsfacetten, so würde ich das mal bezeichnen. Und wir sind tatsächlich jetzt an so einer transformativen Schwelle, so nenne ich das tatsächlich. Das heißt also, in diesem Ego-System-Denken gibt es ganz viel Change Management. Das habe ich ja auch jahrzehntelang gemacht. Tatsächlich sind wir aber jetzt in einem Bereich, wo es weniger um die Optimierung, die Effizienzsteigerung und die Output-Erhöhung alleine geht in diesem Ego-System-Denken, sondern es geht darum, wie gelingt es, sozusagen über diese und durch diese transformative Schwelle zu gelangen, in dieses sogenannte Ecosystem-Denken oder ökosystemische Denken. Also, dass wir begreifen, es geht auch natürlich um mich, aber in einem größeren Zusammenhang. Und deswegen fand ich eben gerade das mit dieser Mobilität ganz interessant. Also, es finden ja immer mehr Projekte statt, wo deutlich wird, wir müssen vernetzt denken, wir müssen in größeren Zusammenhängen denken. Gerade das Thema Nachhaltigkeit, was ja auch am Lehrstuhl von Georg Müller-Christ angesiedelt ist. Also wie schaffen wir es, Führung so zu denken, dass ein Ich im Wir möglich wird, dass wir sozusagen aus diesem Ego-System-Denken in das Ökosystem-Denken kommen. Also was Sharma eben und andere Transformationsforscher eben auch tun. Und meine These ist unter anderem, dass dieser Prozess geführt werden muss. Also das, was ihr hier seht, als diese grüne Wellenbewegung, die soll das mal illustrieren, die passiert in der Regel zwar irgendwie so, das heißt, irgendwann tauchen Menschen im Ich, im Wir auf oder sind dort bereits. Bist du aber in einer Organisation und du möchtest irgendwie zielgerichtet etwas erreichen, dann reicht es ja nicht aus, zu warten, bis sich irgendwelche Leutchen dann mal hinbewegen, sondern du möchtest das ja irgendwie organisiert und zielorientiert tun, sonst bräuchtest du nicht eine Organisation. Dafür braucht es Führung. Und jetzt ist das Schwierige, dafür brauchst du eine gewisse Haltung zu Führung und Autorität. Und die bisherigen Haltungen zur Autorität, die basieren eben auf dem Ego-System-Denken. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal an diese Idee denkt, woher wir kommen, erste Industrialisierung, Massenfertigung, diese Animation von Charlie Chaplin. Das heißt, wir kommen aus dieser zweiten industriellen Revolution, Dampfmaschine, so um die Jahrhundertwende herum, 20. Jahrhundert, patriarchale, vertikale, autoritäre Autorität. Also die Motivationshaltung war dort eher, Leute sind faul. Sie müssen sozusagen angetrieben werden, du musst sie kontrollieren und im Zweifel klauen sie sogar. Was ganz interessant ist, das Buch kam, glaube ich, erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr raus. Vorletztes Jahr, wir haben ja schon 2021. Ich habe mich immer gefragt, warum im Taylorismus und in der klassischen Management-Denke so viel Gewalt ist. Und es gibt ein wunderbares Buch, was ich empfehlen kann, diejenigen, die sich historisch dafür interessieren, von Kathleen Rosenthal. Accounting for Slavery heißt das. Und sie hat nachgewiesen historisch, da gibt es auch mehrere Bücher mittlerweile, nicht nur von ihr dazu, dass der Taylorismus auf Basis von Rassismus und Kolonialismus beruht. Das heißt also, die Dampfmaschinen und die Webstühle, die automatischen oder die elektrischen Webstühle, die über Dampf anbetrieben wurden, die waren nur denkbar mit der Massenproduktion von Baumwolle in den Südstaaten. Und der Taylorismus war sozusagen die Management-Ideologie dafür. Insofern ist es nochmal ganz interessant, woher kommt denn eigentlich diese Denke auch, dass Menschen faul sind, dass die nicht motiviert sind aus sich heraus? Das ist ein Paradigma, ein mentales, in der Regel unbekanntes Modell, was unhinterschrieben und unhinterfragt irgendwie fortgesetzt wird. Das findet sich unter anderem auch in dieser autoritären Autoritätshaltung. Und das wissen vielleicht auch einige, zumindest mal gehört davon, antiautoritäre Bewegungen so in den 70er Jahren herum, wo Menschen gesagt haben, wir haben auf diesen autoritären Muff überhaupt keinen Bock, wir lehnen jegliche Autorität ab. Da hat sich die sogenannte antiautoritäre Autorität entwickelt, wie ich sie nenne, sich entziehen oder diffuse Autorität und die Projektorganisation. Das heißt, man hat in Organisationen schon erkannt, es reicht nicht mehr aus, dass du irgendwie den einen kongenialen Chef und Ingenieur hast, sondern du brauchst für die Problemlösung, für die Erstellung von Produkten, Dienstleistungen, brauchst du irgendwie mehr Leute, mehr kreative Hirne. Und dafür ist ja dann tatsächlich die Projektorganisation entstanden. Das war so die dritte industrielle Revolution etwa in den 70er Jahren, wo, ups, jetzt wäre ich fast aufs Meeting verlassen gegangen, wo tatsächlich die, danke fürs Reinstellen, wo tatsächlich die Computer zur Steuerungstechnik in Organisationen eingesetzt wurden. So. Und wir hatten
Und das ist das Interessante. So etwa ab Ende der 90er Jahre fing das ja an mit der agilen Organisation. Interessanterweise Boris Gloger. Das war ja, es ist sehr, sehr amüsant, dass er eben auch benannt wurde. Das ist ja einer der Pioniere tatsächlich des agilen Ansatzes, der auch viele Bücher geschrieben hat, die ich übrigens auch empfehlen kann. War klar, durch die Umweltveränderungen, die immer schneller und plötzlicher kommen, reicht es überhaupt nicht mehr aus, ein Projekt zu machen. Denn wenn du ein Projekt machst, so habe ich das früher sogar noch gelernt, das ist der Vorteil, wenn man ein bisschen älter ist, da hat man schon ein bisschen Dinge erlebt, die gekommen, gegangen sind, dass du irgendwie 2 Jahre ein Projekt gemacht, hast es dann fertig und hast es übergeben an den Auftraggeber. Und heute ist es so, versuchst du ein Projekt zu machen, was 2 Jahre angesetzt ist, kann es passieren, dass in einem halben Jahr entweder eine Pandemie kommt oder irgendeine andere Krise. Du kannst das Projekt gar nicht fortsetzen oder die Kunden haben sich auf einmal plötzlich verändert oder was auch immer. Oder mit deiner Aktie wurde an der Börse spekuliert, weil Leute sich auf Reddit irgendwie getroffen haben und Idee hatten, ein bisschen mit der Börse rumzuspielen. Also das heißt, du kannst heute als Unternehmen, als Führungskraft, als Manager, kannst du gar nicht mehr wirklich planen, so wie es früher war. Und daraus ist eben die Notwendigkeit entstanden einer agilen Organisation, vierte industrielle Revolution, die digitale Vernetzung. Es gab aber bis etwa Ende der 90er Jahre, gab es überhaupt keine Autoritätshaltung, die dem entsprach oder die dafür hilfreich war. Es gab einfach nur diese beiden Formen. Und etwa Ende der 90er hat ein israelischer Psychologe, Haim Omer, ein pädagogisches Konzept entwickelt, nannte das die sogenannte neue Autorität, der Autorität und über eine Unterordnung von Führung entkoppelt hat und Gehorsam. Das war bisher überhaupt nicht denkbar. Das heißt, man hat ja immer gesagt, ich bin oben, du bist unten und die Leute müssen gehorchen, sonst funktionieren Menschen nicht, sonst sind die nicht motiviert, sonst arbeiten die nicht. Die Anti-Autoritären haben komplett Führung abgelehnt, haben gesagt, wir müssen uns frei bewegen, wir setzen auf Anomie, irgendwie organisiert sich das selber und das wird schon alles. Was sich auch irgendwie als nicht wirklich hilfreich herausgestellt hat, gerade wenn du in Organisationen bist. Und bis dahin gab es nicht wirklich irgendwie eine gute, hilfreiche Autoritätshaltung. Das heißt, die meisten Führungskräfte pendelten irgendwie dazwischen, zwischen autoritärer und sich entziehende Autorität. Ja, und letztendlich Arist von Schlippe, ein deutscher Psychologe, der hat das nach Deutschland gebracht und mit Haim Omer weiterentwickelt, die sogenannte neue Autorität. Und die habe ich auf Führung übertragen, 2015 mit der Erstauflage meines Buchs. So, das Spannende ist jetzt, einfach nur darauf zu vertrauen und zu sagen, naja, jetzt kommen einfach die jungen Generationen, die bringen eine andere Sicht mit auf die Welt, die sind motivierter, die arbeiten anders. Naja, das werden einige von euch vielleicht kennen, wenn ich zum Beispiel die Erfahrungen mit unseren Kids sehe. Die Schulen und Bildungseinrichtungen qualifizieren im Kern aber immer noch auf, und zwar von den mentalen Modellen her, auf der zweiten und dritten industriellen Revolution. Das heißt also, wenn man mal an sich schaut, es gibt gute Lehrerinnen und Lehrer, aber es gibt auch viele, die immer noch in dieser tradierten Autoritätshaltung unterwegs sind. Auch viele Universitäten und so weiter und Lehrende sind immer noch so unterwegs. Und gar nicht aus Absicht, die haben das nie reflektiert, für die ist das irgendwie normal. Und deswegen wird sozusagen dieses alte Muster wird permanent wieder fortgetragen, es wird permanent wieder reinszeniert und man fragt sich, ja, wir haben doch alles erforscht, wir wissen doch alles zur Motivation, warum verändert sich nichts? So, und das ist mein Ansatz, ich glaube, das ist der blinde Fleck in der Transformation, diese ganz tiefe Grundannahme zur Führung, die ganze tiefe Grundannahme zur Autorität. Das ist ein Kern, ein Hebel, ein Schlüssel zu dieser Transformation. Ich sage gleich noch was zu Konflikten, wie das damit zusammenhängt. Hier nochmal, dass ihr seht, was heißt denn jetzt diese autoritäre Autorität? Mal ganz grob, ihr habt die Charts ja, da könnt ihr euch nochmal reinlesen. Also ihr seht, im Kern legitimiert die sich über Unterordnung und Gehorsam. Das heißt, einer ist oben, der Rest ist unten. Basiert auf Fachwissen und Vorrechten. Das heißt, derjenige weiß einfach mehr oder diejenige weiß einfach mehr. Misstrauen und Kontrolle, belastete Beziehung, Intransparenz, das ist so, das, und Bestrafung, ja, und Drohen vor Bestrafen. Damit werden Menschen, könnte man sagen, extrinsisch motiviert, um etwas zu tun, was sie vielleicht gar nicht wollen, aus der Vermeidungsstrategie heraus irgendwie bestraft zu werden. Die diffuse Autorität, die hat ja genau das eher abgelehnt. Das heißt, denen war das irgendwie egal, obwohl du in der Führungsposition warst, also die Nichtannahme von Verantwortung für Orientierung. Und klare Legitimation, das heißt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wussten gar nicht, woran bin ich jetzt an dem Chef oder an der Chefin. Will der jetzt führen oder nicht? Mal tut er was, mal nicht. Das hat eben zu auch einer Verwirrung, einer Irritation geführt. Und es hatte so ein Gefühl von Abwesenheit. Und das kennen ja vielleicht einige von euch auch, wenn ihr an Lehrerinnen und Lehrer denkt in den Klassen, die oder an Ausbilderinnen oder Ausbilder, je nachdem, was ihr schon erlebt habt.
Da hast du, denkst du ja manchmal, ja, was, wozu ist er eigentlich da? Ja, brauchen wir irgendwie auch nicht. Und die transformative Autorität, wie ich die mittlerweile nenne, eben auch durch die beginnende Forschung jetzt, nenne es also nicht mehr die neue Autorität, sondern im Kern ist es ein sozialer Evolutionsprozess und das hängt mit Sharma und der Erkenntnis von Sharma zusammen. Wenn ihr nochmal an dieses Chart denkt, ja, ich im Wir, also wie gelangst du sozusagen oben in dieses ökosystemische Feld? Dafür brauchst du eine transformative Haltung zur Autorität, die auf Gleichwertigkeit beruht. Das heißt, die sagt nicht, wir sind gleich, aber sie sagt, wir sind gleichwertig. Sie entkoppelt letztendlich Autorität von Unterordnung und Gehorsam. Sie ist konfliktbereit, das zeige ich euch gleich noch, weil im Kern geht es bei Führung am Ende auch immer um die Bearbeitung von Konflikten, Zielkonflikten, Interessenskonflikten, Ressourcenkonflikte. Und sie legitimiert sich entgegengesetzt zu der vertikalen Autorität, die sagt, ich weiß mehr und vor allen Dingen alles. Und ich habe Vorrechte, einfach weil ich in der Hierarchieposition bin, weil ich ein Mann bin, weil ich irgendwie weiß bin, keine Ahnung, weil ich älter bin, sagt die transformative Autorität, ich legitimiere mich über das Beziehungswissen. Ich habe gute Methoden, um Menschen miteinander zusammen in eine Wirkung zu bekommen, über emotionale Intelligenz, dafür steht EQ. Und über Transparenz vor allem, im Vergleich zu Intransparenz bei der vertikalen Autorität. Und das entspricht sehr den Werten in diesem Jahrhundert unseren Gesellschaften, den meisten westlichen Demokratien zumindest, die sich auch noch in diese Richtung bewegen. Das heißt, Menschen wollen einfach andere Menschen legitimieren für Führung, aber sie möchten wissen, was ist im Sack. Also keiner will mehr die Katze im Sack kaufen, sonst engagiert sich keiner mehr und legitimiert keiner mehr. Und das ist sozusagen, könnte sagen, der Kern dieser Haltung der transformativen Autorität. Was vielleicht noch wichtig ist, das seht ihr hier. Der blinde Fleck, den habe ich eben benannt. Was machen jetzt viele Organisationen, viele Unternehmen? Edgar Schein hat ein Kulturmodell entwickelt, das Seerosenmodell, und das haben wir so ein bisschen ja, abgewandelt hier auf dieses Thema. Das heißt, viele Unternehmen machen jetzt eins, die fangen an der Verhaltensebene an zu arbeiten, auf der Führungsstilebene. Und das kennt ihr, ne? Selbstorganisation, unterschiedliche Methoden, eben wurde genannt, ne? Retros, Design Thinking, Scrum, Canvas und so weiter. Das heißt, das sind alles hilfreiche und gute Methoden, die basieren aber auf einer Annahme, dass Menschen miteinander gleichwertig und auf Augenhöhe zusammenarbeiten können. Das steht aber kaum in irgendwelchen Büchern. Das ist aber die Annahme, die dazu verleitet, dass dann diese Methoden auch wirksam sind. Gleichberechtigung, Autonomie. So, und wenn ihr jetzt mal schaut, ja, die Seerose, wenn man das mal als Verhalten nimmt, als da, wo der Verhaltensstil sozusagen erfolgt, das wird aber sehr stark geprägt über unsere Einstellung und über unsere Werte, unsere Biografie, also das, was hier als Wurzel und Stängel sichtbar ist, ist natürlich schwerer sichtbar. Wenn das aber auf einer Autoritätshaltung beruht, die immer noch auf Unterordnung, Gehorsam und Misstrauen beruht, und zwar nicht nur bei Führungskräften, sondern auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann können diese Methoden langfristig gar nicht wirksam sein, weil, und das ist die Erfahrung aus meiner Praxis, aber auch wenn ich unterwegs bin und mit Menschen spreche, die viel agile Erfahrung haben, irgendwann kommt diese Haltung, diese autoritäre Haltung, kapert trotzdem wieder diese Methoden. Und es gibt zum Beispiel Product Owner oder Scrum Master, die wieder in einer autoritären Art ihre Rolle ausüben. Und zwar nicht, weil sie böse Menschen sind oder einen schlechten Tag hatten, sondern weil sozusagen ihre mentalen Modelle, ihre Sicht, wie sie die Welt betrachten, in diesem Ego-System weiterhin ist, ja, auf Basis dieser autoritären Haltung zur Autorität. Und dann wird eigentlich eine Methode, die auf Kollaboration, die auf Gleichberechtigung, auf Gleichwertigkeit ausgerichtet ist, die wird trotzdem wieder autoritär und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen sich wieder zurück oder übernehmen gar nicht mit Verantwortung, weil sie denken, aufgrund ihrer Schulsozialisierung oder Bildungssozialisierung, ich darf gar nicht mitsprechen. Meine Meinung interessiert gar keinen, ja. Das heißt, ich habe auch schon häufig Führungskräfte, die erlebt, die gesagt haben, Mensch, ich frage die Leute, wollt ihr mitmachen und so weiter? Ich höre nichts. Und häufig ist sozusagen von der anderen Seite, also die Führungsbeziehung auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die trauen sich gar nicht, etwas zu sagen. Die glauben dem anderen gar nicht, dass er es wirklich oder dass sie es wirklich ernst meint. Und dadurch können diese neuen Methoden, die eigentlich hilfreich sind für die Transformation, die können gar nicht wirklich in die Wirkung kommen. Und das ist der blinde Fleck der Transformation. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, wenn es um das Thema Autorität geht. Und das ist sozusagen das erste Modell, an dem ich jetzt arbeite und das ich ein bisschen beforschen werde. Hier seht ihr nochmal diese Ich-Zentrierung, das Ego-System-Denken.
Und das Oszillieren zwischen autoritär und antiautoritär. Und Autorität könnte man sagen, als ist so eine Art Feldfunktion in sozialen Systemen. Das heißt, die führt dazu, dass eine Orientierung entsteht und dass über Führen und Folgen entschieden wird. Das heißt noch nicht, wie geführt und gefolgt wird. Das kann man unterschiedlich mit unterschiedlichen Haltungen tun. Aber Autorität sorgt erstmal per se dafür, Führen und Folgen und Orientierung. Diese Hypothese haben wir übrigens abgeleitet in der Erkenntnisaufstellung oder in mehreren Erkenntnisaufstellungen bei dir und auch mit Georg Müller-Christ. Also das ist ein Ergebnis unter anderem daraus, was sich aber interessanterweise deckt mit philosophischen Wurzeln zur Autorität. Also insofern passt das ganz gut einher. Ja, und ihr seht, wohin wir gehen müssen, um sozusagen durch diese transformative Schwelle zu kommen, ist in diesen transformativen Teil, in dieses Ecosystem-Denken. Und das, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, das muss geführt werden über eben eine Autoritätshaltung, weil es in der Regel nicht zielgerichtet über Selbstorganisation vonstatten geht. Oder es würde vielleicht über Selbstorganisation vonstatten gehen, aber Unternehmen haben ja meist eine Notwendigkeit, Umsatzerlöse zu erzielen, um ihre Liquiditätsrückflüsse zu haben und so weiter. Das heißt, du kannst als Unternehmen gar nicht so lange warten, bis sich irgendwie alle dorthin bewegt haben. Ich wiederhole das nochmal vom Anfang. Das heißt, du musst zielgerichtet dorthin führen, eine Organisation tendenziell zielgerichtet in diese in eine Richtung entwickeln. Sonst bekommst du irgendwann keine Liquidität mehr zurück und du hörst auf zu existieren als Unternehmen. Ja, und jetzt ist es spannend, wie geht das denn ganz konkret? Und das ist das, was ich rausgearbeitet habe und was ich jetzt empirisch beforschen werde. Das sind diese Konflikte, weil durch diese transformative Schwelle bedeutet letztendlich, du trittst in Konflikte ein. Weil nicht jeder hat vielleicht Lust dazu oder hat Interesse daran oder hat die Motivation, wenn wir nochmal eingangs von eurem Thema hergehen. So, und das heißt, wir brauchen, damit es glaubwürdig ist, um in dieses Feld zu gehen, brauchst du auch einen anderen Konfliktstil. Die Konfliktstile, die es bisher gibt, tendenziell bei Führungskräften, sind eher die autoritäre Autorität, der Konfliktstil. Das kennen vielleicht ganz viele: Einschüchterung, Drohung, symmetrische Eskalation, ein Wort gibt das andere, Gewalt. Damit ist nicht unbedingt physische Gewalt gemeint, sondern das, was Richard Sennett, der Soziologe, meint, die Beschämung, also die Würdeverletzung, die Ausgrenzung. Täter, aktive, passive Aggression, Misstrauen und Feindbilder. Also ne, das, was ihr von der ersten industriellen oder zweiten industriellen Revolution seht, Menschen sind faul, die haben gar keine Lust zu arbeiten und so weiter. Das ist sozusagen die Grundhaltung auch dieses Konfliktstils. Und er legitimiert sich daraus und sagt, ja, ich muss die motivieren, ich muss die in den Hintern treten, weil sonst bewegt sich diese Masse gar nicht, ja. Die Belegschaft, könnte man so sagen. Also auch ich finde, die Worte sind ganz interessant. Die Belegschaft, was das eigentlich schon ausdrückt, ja. Von der Sichtweise auf Menschen, die in Organisationen arbeiten. Die antiautoritäre Autorität hat auch einen Konfliktstil, der ist aber weniger hilfreich für Führung, weil es häufig eher einer Konfliktvermeidung ähnelt. Ja? Das heißt also schnelles Zustimmen, es wird so lange nichts getan, bis irgendwann eine Provokation kommt. Also Menschen provozieren so lange, bis irgendwann endlich eine Reaktion kommt. Es wird viel beschwichtigt. Gleichgültigkeit, teilweise sagen dann Führungskräfte mit dieser Haltung auch, und nochmal, nicht weil die böse sind oder weil das schlechte Menschen sind, sondern weil die einfach so sozialisiert wurden vielleicht. Oder weil sie keine Lust auf diese autoritäre Autorität haben, aber sie nicht wissen, wie sie es besser machen sollen oder wie sie sich anders verhalten sollen. Die sagen, ja, das wird schon, der Konflikt, der löst sich von selbst. Man muss einfach nur, irgendwann wird das mit der Zeit vorbei sein. Nein, wird das nicht. Das ist meine Erfahrung. Und das zeigt ja auch die Forschung. So, das heißt, der Konflikt dieser transformativen Autorität, den ich jetzt hier extrahiert habe, der basiert eben auch, und das ist häufig ein Missverständnis, dass man sagt, ja, diese neue Autorität oder transformative Autorität, die ist so nett. Nein, sie ist nett, aber sie ist nicht konfliktfrei, sondern sie hat eher eine Robustheit. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass Haim Omer, das war die Innovation, dass er die Psychologie des gewaltfreien Widerstandes mit der Bindungstheorie verbunden hat. Und daraus ist ein ganz spezieller Konfliktstil entstanden, der auf Deeskalation und Beharrlichkeit setzt. Das heißt, statt einer schnellen Eskalation und es muss jetzt sofort entschieden werden, findet eher eine Verzögerung statt und eine längerfristige Arbeit an dem Konflikt, was dazu führt, dass der Stress bei allen Beteiligten sinkt. Die Kreativität hat eher eine Chance oder die Verhandlungsbereitschaft bei allen steigt. Die Beziehungen sind nicht so belastet. Das heißt, du bleibst in Kontakt und das ist ja das, was du für eine Verhandlung in Konflikten brauchst. Du brauchst Kontakt und Beziehung, damit du überhaupt miteinander eine Einigung treffen kannst.
Und die autoritäre Autorität zerstört tendenziell oder verletzt in der Regel Beziehung und Kontakt. Die antiautoritäre Autorität geht aus dem Kontakt auch raus. Das heißt, eigentlich beide Konfliktstile der traditionellen Form von Autorität sind überhaupt nicht mehr hilfreich für die Transformationsphase. Und wenn man nochmal auf das Thema Motivation geht, das kenne ich aus meiner eigenen Führungserfahrung, wie ich auch vielfach geführt wurde, in der Art und Weise, wie mit dir umgegangen wird als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Konflikten, hat das total schnell eine Auswirkung, ob du sagst, so, mir reicht's, ich mache nur noch Dienst nach Vorschrift, das ist mir einfach hier zu doof, wenn mit mir umgegangen wird. Ich bin kein kleines Kind und selbst mit kleinen Kindern geht man nicht so um, das ist respektlos oder würdeverletzend. Das heißt, du hast sozusagen in dem Konfliktmoment, hast du nicht nur ein transformatives Element, das heißt, du kannst in dem Moment zeigen, in der Führung, ich bin interessiert an einer anderen Form von Beziehung, sondern du kannst auch sehr schnell für Motivation oder Demotivation sorgen, über die Art und Weise, welchen Konfliktstil du in der Führungshaltung annimmst. Ja, und hier seht ihr nochmal aufgelistet: Beharrlichkeit, Transparenz, Führungskoalition. Das bedeutet, es geht nicht darum, gegen einen Mitarbeiter eine Koalition zu üben, das heißt, oder zu finden, sondern es geht darum, dass du mit anderen Führungskräften dich berätst, wie können wir den Mitarbeiter unterstützen oder die Mitarbeiterin wieder gut mitwirken zu können. Das heißt also, es geht darum, eine Koalition für eine gute Beziehung zu stiften. Das ist eine gänzlich andere Sichtweise als die traditionelle Autorität. Gewaltfreiheit, es geht in keinem Fall um Ausgrenzung oder Beschämung, sondern es geht immer darum, können wir Grenzen wahren, können wir das Gesicht von Menschen wahren, gerade aus dem Aspekt auch von Diversity, ja. Also wir sind ja in einer Gesellschaft, die von ganz unterschiedlichen Kulturen schon sehr, sehr lange durchzogen ist. Es geht also auch darum, die Würde aller Menschen und ihrer kulturellen Prägung zu würdigen, weil ansonsten kommst du nicht in der Zusammenarbeit. Es geht um Grundvertrauen. Da würde ich mal Luhmann zitieren wollen, sinngemäß, der sagt also nicht so naives Vertrauen, sondern dass du sagst, ich bin erstmal bereit, dem anderen Gutes zu unterstellen und das Risiko einzugehen, das zu tun. Ja. Das ist die Idee der Haltung der transformativen Autorität zu Konflikten. Ja, und das ist jetzt tatsächlich Richtung Ende schon gehend. Letztendlich ist das die Strategie. Also ihr seht hier das Ego-System, autoritär, antiautoritär. Beides hat eine Egozentrierung. Ja, auch die antiautoritäre Haltung kümmert sich eher um sich selbst. Und wenn wir vom Ich ins Wir kommen wollen, also durch diese transformative Schwelle, brauchen wir sozusagen eine Verhandlung der Interessen aller. Und das ist letztendlich der Kern meiner Arbeit. Wie kann es gelingen, dass eine Führung, und das muss nicht unbedingt nur die Führungskraft sein, disziplinarisch, es kann auch eine Projektleitung sein beispielsweise. Pardon. Wie kann es gelingen, dass diese Führungsrolle den Konflikt so bearbeitet, dass die Interessen möglichst aller bedient werden? Es geht nicht immer, aber man kann viel mehr Interessen bedienen, als man vorher denkt, wenn man in einer guten Art und Weise verhandelt. Dahinter steht übrigens das Harvard-Verhandlungsmodell, aber die Art und Weise ist entscheidend. Und jetzt kommt diese transformative Autorität, diese Autoritätshaltung ein. Du kannst dieses Ich im Wir, könntest du theoretisch auch autoritär verhandeln. Also könntest du sagen, so, was ist dein Interesse, was ist dein Interesse und ich entscheide jetzt. Das ist nur paradox zu der Art, wenn du sagst, ich möchte auch in dieses transformative Feld kommen, weil du schreibst mit der Art, der autoritären Art, Ich im Wir zu betreiben, an dem Beispiel, schreibst du ja das alte Ego-System-Denken fort. Und dann folgt dir keiner. Und das ist nicht glaubwürdig, weil alle sagen, naja, der setzt ja eigentlich nur das fort, was wir bisher auch machen. Er nennt es nur neu oder er kleidet es nur neu in neues Gewand. Und deswegen ist es so zentral in der Haltung dieser transformativen Autorität, also das, was ihr eben seht, Beharrlichkeit, Transparenz, Deeskalation, gewaltfreier Widerstand. Wenn du in dieser Art und Weise als Haltung den Konflikt bearbeitest und Menschen sozusagen einlädst, für Motivation, dass sie ihre eigene Energie entwickeln dafür, dann brauchst du Menschen nicht mitnehmen und abholen, sondern sie sind dann sozusagen mitgestalterisch dabei, gemeinsam das neue Wir zu bauen, ihre Interessen zu verhandeln. Und das ist meine These. Und ich hoffe, dass ich dazu, ich glaube, das war es auch schon, ne? Ich gucke mal hier, nicht, dass ich noch eine Folie vergesse, genau. Das ist meine These, dazu werde ich forschen und hoffe, dass ich auch zu einem Ergebnis komme. Aber wie es bei Forschung so ist, kann ja sein, dass ich während der Forschung auf einmal auf was ganz anderes komme und noch ganz andere Erkenntnisse bekomme. Aber das ist die Idee also der transformativen Haltung zur Autorität und Motivation in Konflikten, um in dieses transformative Feld, in dieses Ökosystemdenken zu kommen. Also die soziale Evolution, könnte man sagen, unserer Gesellschaften voranzubringen. That's it.
Wow, danke Frank. Ich glaube, da steckt noch eine Menge, Menge Musik drin, in dem, woran du bist, weil davon ist ja jeder Bereich in der Wirtschaft betroffen. So, man kommt ja nicht drum herum, darüber zu sprechen, über Führung, Führungsstile. Ich könnte da auch einsteigen, aber mich haben hier viele private Nachrichten erreicht. Ich habe gerade noch mal im Chat geschrieben, falls gleich noch Fragen kommen. Bitte. Offen im Chat. Ich moderiere einfach mal jetzt so ein bisschen Gerne, gerne. Fragen, die hier reingekommen sind. Und wenn die Fragensteller der Meinung sind, ich habe das nicht richtig wiedergegeben, ihr könnt euch auch gerne hier einfach einklinken, ne? Also das Mikro kann gerne ergriffen werden und dann darf man sich jetzt hier melden. Aber ich fange mal an, mit einer ersten Frage von einer Studentin. Wie kann man so etwas wie eine neue Autorität deiner Meinung nach erlernen? Also wenn man aus dieser alten Welt kommt, ne, also was muss ich tun, wenn ich sozusagen dieses neue Muster irgendwie auch, ja, erlernen will? Hast du da irgendwie eine Idee oder einen Ratschlag für? Naja, es gibt jetzt erste Praxiserfahrung natürlich. Also ich bin ja nicht alleine, der an dem Thema arbeitet. Ich sehe ja auch ein paar Gäste und Kolleginnen und Kollegen aus der Szene sozusagen mit dabei, was mich sehr freut. Es gibt da ganz viele, die arbeiten und wir tauschen uns dazu auch aus oder es wird ein bisschen auch dazu berichtet. Und was schon sich zeigt, dass du das nur bedingt auch über ein Seminar lernen kannst, sondern du musst es ja letztendlich, und das ist auch meine These, du musst es im Vollzug erleben und das dann reflektieren. Also ich habe, weil ich ja externer Doktorand bin und Wissenschaftler an der Uni Bremen, das heißt, ich finanziere mir meine Forschung über Beratung und ich mache nur noch Beratung und Begleitung, Organisationen und Führungssysteme sozusagen in diesen Weg zu bringen. Und was sich da zeigt, ist, dass es zwar ein bisschen Grundwissen braucht dazu, aber letztendlich musst du dann an ganz konkreten Praxisfragestellungen aus dem Führungsalltag die reflektieren und sagen, das habe ich jetzt erlebt, was wäre denn eine Alternative dazu? Also wie könnte ich jetzt mit dieser neuen Haltung auf diesen Fall reagieren zukünftig oder wie hätte ich reagieren können? Und wenn du das als kontinuierlichen Prozess siehst, dann kommst du irgendwann über die Reflexion, kommst du irgendwann auch in Praktiken, in soziale Praktiken, wo du das anwenden kannst. Ein anderer Punkt ist, und da kommst du nicht drum rum, ist meine persönliche Sicht, du musst dich mal mit deiner Autoritätsbiografie beschäftigen. Das heißt, was sind eigentlich deine Vorbilder oder deine Modelle für gute Autoritäten, gute in Anführungszeichen oder schlechte Autoritäten. Und häufig ist es ja so, dass wir Menschen, also das ist ja das Modelllernen von Bandura, also Menschen lernen ja, indem sie sich von emotional bedeutsamen Modellen etwas abgucken. Ja, so lernen Kinder, so lernen Erwachsene. Wir gucken uns immer von für uns bedeutsamen Referenzpersonen, gucken wir uns sozusagen Dinge ab. So, und da wäre es mal interessant, sind diese Modelle, von denen ich mir früher was abgeguckt habe, sind die überhaupt hilfreich zu dem Punkt? Das heißt ja nicht, dass das schlechte Menschen sein müssen, ja, überhaupt nicht. Aber es kann durchaus sein, seinen eigenen Stil zu entwickeln, sich zu emanzipieren, auch in Bezug darauf und zu sagen, ja, der war ziemlich streng, aber wenn ich nochmal genau hingucke, vielleicht jetzt auch mit dieser Folie, dieser transformativen Autorität, muss ich erkennen, ja, früher passte das vielleicht, aber heute ist das nicht mehr hilfreich und ich muss meinen eigenen Weg finden. Aber diesen Erkenntnisprozess brauche ich erstmal bei mir, damit ich überhaupt mich öffne diesem Thema. Ich glaube, das sind so die zwei zentralen Punkte. Also einerseits die eigene Autoritätsbiografie mal zu reflektieren und das andere ist tatsächlich über Praxiserfahrung und Reflexion und Vernetzung miteinander kollegial zu lernen. Das ist so die, würde ich sagen, das sind die hilfreichsten Wege. Cool, okay, interessant. Ja, auch für mich jetzt nochmal die eigene Historie sich nochmal anzuschauen. Ja. Eine weitere Frage von einer Studentin ist: Siehst du einen Unterschied in den unterschiedlichen Generationen, also Baby-Boomer-Generation versus Greta Thunberg, hat ja jemand geschrieben. Ist das für die junge Generation nicht, ja, ist die da nicht schon so? Also es gab ja mal, ich glaube, das ist aus 2014 die Studie, die hat Peter Kruse, glaube ich, gemacht im Auftrag der Bundesregierung. Da gab es eine Studie, Initiative Neue Arbeit oder wie das hieß. Ich meine, 2014 war das. Und das fand ich ganz interessant. Der hat die Generation Y mal untersucht. Und was der da rausgefunden hat, war sehr interessant, dass sie sich fast teilt, fast pari
dass es einen Teil dieser Generation gibt, die tatsächlich schon eine neue Haltung haben oder in diese Richtung, die in diesem Ökosystem denken, die im Ich und Wir denken, weil vielleicht auch deren Eltern beispielsweise schon sich weiterentwickelt hatten. Und du findest fast 50% davon, die eher traditionell wieder unterwegs sind und die die nach klassischen Prinzipien arbeiten, wo du dir denkst, so, das kann doch gar nicht sein. Die sind in meinem Alter und irgendwie sind die alt. Ich will jetzt nicht auf einen Politiker eingehen, der irgendwie 27 ist und wie sein Opa aussieht. Das ging ja bei Twitter auch manchmal rum. Aber weißt du, es gibt auch solche Leute, wo du dir denkst, so, das gibt's doch gar nicht. Ich würde vielleicht nochmal neben dem Alter unterscheiden wollen zu sozialem Milieu. Da gibt es ganz interessante Untersuchungen aus der politischen Theorie zu Autoritarismus. Und zwar ist es ganz interessant, dass hast du ein sehr hohes Bildungsniveau oder so einen elitensozialen Status oder ein sehr einfaches Niveau, hast du häufig eher autoritäre Haltung zur Autorität, ist ganz interessant. Und tendenziell in dem mittleren, normalen Bildungsniveau hast du eher antiautoritäre oder dann neue Facetten dieser Autorität. Das heißt, ich würde eher nochmal auf das soziale Milieu schauen. Da gibt es ganz interessante Studien der sogenannten Sinus-Studie und der Shell-Studie und so weiter, Jugendstudie. Also diejenigen von euch, die dazu irgendwie wissenschaftlich arbeiten möchten oder Quellen brauchen, da würde ich mal lang suchen. Und Autoritarismus-Studie aus Leipzig, die ist jetzt neulich irgendwie rausgekommen. Also da finden sich auch nochmal andere Erklärungsansätze dafür. Aber es ist kein Automatismus. Vielleicht das nochmal so als nur drauf zu warten, zu sagen, naja, die jüngere Generation wird es jetzt machen. Naja, wenn du irgendwie jahrzehntelang in Schulen und Bildungseinrichtungen in Unterordnung und Funktion gebracht wurdest, damit Lehrer und Lehrerinnen es einfach haben, wie sollst du dann mit Verantwortung, konstruktive Konfliktauseinandersetzung mit Autoritätsfunktionen und so weiter gelernt haben? Wenn du das nicht irgendwie anders gelernt hast über, was ich, Schulen, Vereine oder private Aktivitäten, wenn du da nicht eine Chance hattest, mal was anderes zu erleben, na, dann denkst du, ja, so ist es. Du musst halt machen, was die anderen sagen. Und dann wartest du eben auch motivationsmäßig, bis jemand sagt, so, jetzt darfst du. Ja, deswegen ist die außerschulische Jugendbildung so wichtig. Exakt, ja. Ja, das passt nämlich jetzt gerade sehr gut zu dieser Frage, die mich auch hier erreicht hat. Welchen Einfluss hat das Bildungssystem darauf? Also wird man nicht beispielsweise in der Schule häufig mit autoritären Autoritäten konfrontiert und gewöhnt sich langfristig daran? Also ist es nicht quasi schon so im Bildungssystem verankert, dass wir in diesen ersten beiden Stufen der Autorität denken? Ja, eindeutig ja. Es gibt einen Christoph Schmidt, Bildungsdesign, der ist auch ziemlich aktiv auf den Netzwerken, sowohl bei LinkedIn und Twitter, das kann ich echt extrem empfehlen. Der ist Bildungsforscher und er hat sich sein Leben lang nur damit beschäftigt oder beschäftigt sich damit. Und wenn man sich nochmal anschaut, wie unser deutsches Bildungssystem entstanden ist, letztendlich war es ausgerichtet und im Kern, so hart es klingt, auch wenn das natürlich keiner sich anhören mag, das deutsche Bildungssystem ist daraus ausgerichtet, Untertanen zu produzieren, sozusagen auch für die Wirtschaft, für die Industrie, die gut funktionieren. Es geht also nicht darum, auch wenn es immer heißt, ja, wir wollen Bildung und so weiter, naja, okay, du hast vielleicht einzelne Lehrerinnen und Lehrer, die das wirklich rumreißen, aber die Grundstruktur des Bildungssystems ist auf Funktionieren und Gleichmacherei aus. So ist es immer noch. Ja, und wenn du so groß wirst, ja, dann kennst du nichts anderes. Dann hast du nicht außerschulisch mal irgendeine andere Erfahrung gemacht, dann wirst du tatsächlich zum perfekt funktionierenden Menschen durch das System. Es gibt da, ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht mal gesehen, so eine Grafik, wo irgendwie Kinder in die Schule kommen, erste Klasse, ganz bunt und so weiter. Und dann gehen sie durch die Schultür und werden zu so einer grauen Masse und gehen irgendwie Reihe in Reihe raus. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Symbol, wie tendenziell Schule in Deutschland immer noch funktioniert, Menschen zum Funktionieren zu bringen und zum Abarbeiten, ja. Leider. Danke. Die Sefta Karaka hat sich gemeldet. Gerne reinsprechen, Sefta. Oder nicht? Doch nicht? War aus Versehen wahrscheinlich Hand gehoben oder auch nicht? Okay, dann mache ich mal einfach weiter mit den Fragen, die hier das ballt sich nämlich jetzt ganz schön.
Genau, der Hakan fragt, kann im Rahmen der Transformation im Vollzug Konflikte entstehen? Also kann im Konflikt die Transformation weitergehen oder sollten sich die Beteiligten im Konflikt besinnen? Also ich, ja, ich würde die Ist das Frage ein vielleicht anders Vorwurf? formulieren. Oder was heißt anders formulieren? Ich würde sagen, eine Transformation ohne Konflikte gibt es nicht. Oder es ist gar keine Transformation, weil du hast immer diese Wertekonflikte, du hast immer Ressourcenkonflikte, du hast immer Interessenskonflikte. Die tauchen früher oder später auf, ob du sie benennst, ob du sie gut findest oder nicht, aber sie sind einfach eine Realität in Organisationen. Und insofern, glaube ich, hast du gar keine andere Chance, als in diesen Konflikten tätig zu werden. Die Frage ist nur, und das ist jetzt wieder das Entscheidende, wie gehst du mit diesen Konflikten um? So, also nicht ob, sondern nur wie. Und da ist ja mein Vorschlag tatsächlich, das mit dieser transformativen Haltung zur Autorität durchzuführen, ja. Dann noch eine Anmerkung. Ich glaube, eines Kollegen von dir, der da auch Berater ist. Auch im Hinblick auf die Geschichte, Doppelpunkt, wäre es nicht sinnvoll, Autorität klar von Macht und Führung abzugrenzen? Art und Anteil der Macht ist in den historischen Epochen aufgrund der unterschiedlich hohen Abhängigkeiten anders. Wie siehst du Ja. das? Ja, also erstmal ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist jetzt eine Frage, wie weit du philosophisch arbeiten willst und wie hilfreich das für was ist. Also ich unterscheide schon zwischen Macht und Autorität, obwohl man es irgendwie gar nicht wirklich unterscheiden kann. Also man kann das natürlich, kann ja philosophisch irgendwelche Unterscheidungen einführen oder soziologisch. Die Frage ist ja, wenn es hier wieder für den Führungsalltag nutzt, also ist die Unterscheidung hilfreich für Führung? Ja, macht das einen Unterschied? Und ich würde gerne Autorität abgrenzen zu, in der Weberschen Definition, zu Macht letztendlich, dass Macht eher darauf ausgerichtet ist, die eigenen Interessen irgendwie durchzusetzen, sobald sich eine Chance ergibt, egal auf welcher Basis die beruht. Ja, das ist so, sagen wir mal, frei gesprochen die Definition von Weber zur Autorität, zu Macht, pardon. Und das bedeutet wieder die Durchsetzung des eigenen Interesses im Zweifel. Und das ist eben nicht Autorität. Also egal aus welcher wissenschaftlichen Denkrichtung du guckst, ob du aus der Soziologie guckst, aus der Philosophie, aus der Psychologie. Autorität ist immer eine Beziehungsrelation, die um freiwillige Zuschreibung von Führen und Folgen geht. Und deswegen ist Autorität, kannst du Autorität, egal aus welcher Wissenschaftsdisziplin, nicht von Führung entkoppeln. Autorität als Feldfunktion auch wieder, was ich da benannt habe, sozusagen markiert sozial gesehen in diesem sozialen System Führen und Folgen. Die Frage ist nur, wie prägst du das Führen und Folgen aus? Da kommt dann, das kann man dann eher machtbasiert tun, in der Weberschen Richtung, das kannst du eher autoritätsbasiert tun, und zwar in einer autoritären, antiautoritären oder transformativen Art oder vielleicht noch in einer ganz anderen Art, die ich jetzt nicht in meinem Betrachtungswinkel habe. Also insofern, einerseits ja, es ist total hilfreich, das zu unterteilen, und ja, oder irgendwie, naja, was heißt ja, jein, es ist total schwierig, das zu unterteilen, weil es so verkloben ist. Und dann ist eher wieder die Frage, an welchen Stellen ist welche Form der Unterscheidung wichtig? Das ist natürlich jetzt sehr theoretisch, aber so würde ich erstmal das benennen, ja. Auch interessant, eine Studentin fragt, kennst du Unternehmen, die im Sinne der transformativen Autorität bereits tätig sind? Ja, tatsächlich. Einige wissen das teilweise gar nicht, oder auch weil es dort einzelne Führungskräfte gibt oder Manager, Managerinnen, die tatsächlich aus ihrer Grundhaltung heraus arbeiten, weil sie irgendwelche anderen Modelle hatten oder das sich selbst heraus entwickelt haben. Aber es gibt natürlich jetzt auch Unternehmen und Organisationen, die ich begleite. Da gibt es eins in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, die sich sozusagen auf den Weg gemacht haben, wo aber tatsächlich meistens so ist, dass die oberste Führung schon die Erkenntnis hatte dazu. Also es ist eher weniger, dass jemand aus einem Team oder einer Abteilung sagte, Mensch, ich will das jetzt machen, das gibt es auch. Dann wird es aber mehr in diesem Subsystem vorhanden bleiben. Hilfreicher ist es natürlich, wenn jetzt von der obersten Unternehmensspitze, weil gerade wenn alles nach oben guckt, über diese vertikale Hierarchie, alles guckt eben nach oben und wartet darauf, dann ist es natürlich hilfreicher, dass Unternehmen das tun. Und ja, es gibt Unternehmen.
die in diese Richtung unterwegs sind. Also ich könnte jetzt noch nicht sagen, aber vielleicht weiß ja auch nicht alles, gibt es Unternehmen, die da komplett schon führen in diese Richtung? Weiß ich nicht, würde ich ein Das Fragezeichen finde dran ich machen. sehr gut jetzt zu der Anschlussfrage. Da fragt ein Student hier, woran, also angenommen, ich wäre in einem Bewerbungsgespräch, woran würde ich denn erkennen, wie der Führungsstil oder ob der autoritär sozusagen geführt wird, also transformativ autoritär geführt wird? Ja. Hast du da einen Ja, Link? also ja, ich würde erstmal spontan sagen, die Frage ist, wer entscheidet beispielsweise, ob du wirklich eingestellt wirst? Entscheidet das eine Führungskraft oder entscheidet das Team? Und wer sitzt im Bewerbungsgespräch mit dabei? Nur die Personalabteilung und der Chef? Dann würde ich sagen, that's old school. Also, das wäre doch viel spannender zu gucken, sitzt das Team, mit dem du später da, also deine Kolleginnen und Kollegen, von mir aus auch mit der Führungskraft zusammen, aber letztendlich sitzen die mit am Tisch und lernst du die kennen. Also, dass du sozusagen, dass die sich auch bei dir bewerben. Ja, also ist die Haltung, du bewirbst dich oder die bewerben sich bei dir. Und daran kannst du erkennen, ob es schon eine Idee der Gleichwertigkeit gibt und der Gleichwürdigkeit oder ob das ob es da Kekse und guten Kaffee gibt, aber es ist, und weil die coole Sitzmöbel haben und so weiter, aber das ist leider nur Facette. Die haben vielleicht auch einen Tischkicker oder es gibt kostenloses Obst, um jetzt mal ein bisschen New Work-Bashing zu betreiben. Ich habe nichts dagegen, gegen kostenloses Obst und so weiter und guten Kaffee. Aber meistens ist es sozusagen wenn ihr nochmal an die Seerose denkt, meistens ist das sozusagen nur die Blüte, die super aufgepimpt ist und aufgehübscht ist, darunter, und das erkennst du an solchen Tätigkeiten oder an solchen Haltungen, wer da sitzt, jetzt in Bezug auf das Bewerbungsgespräch, daran erkennst du eigentlich eher, wie mit dir umgegangen wird und was da so eigentlich der Kern der Haltung ist. Spannend, ja. Also aus der Hüfte geleiert. Ja, nee, vollkommen interessanter Punkt, ne? Also ich als alter Personaler, der selber auch sozusagen solche Entscheidungsgespräche da führen musste, finde das total innovativ tatsächlich. Ich habe noch einige Fragen, aber das würde jetzt sozusagen ein bisschen den Rahmen sprengen, das noch alles zu behandeln. Ich habe noch eine Sache, die mich persönlich im Sinne der Studierenden interessiert. Auch an dich, Frank, gerichtet, weil du sagtest, du bist jetzt ja schon ein bisschen länger, wandelst du quasi hier auf diesem bunten Planeten und hast die ein oder andere Erfahrung gesammelt. Und ja, wir sind jetzt hier irgendwie 183 Teilnehmer, die überwiegende Anzahl sind so, glaube ich, so Mitte 20. Stehen kurz, sag ich mal, jetzt so vor ihrem Bachelorabschluss. Einige wollen in das Berufsleben einsteigen, die anderen wollen ihr Master weitermachen. Was empfiehlst du? Was empfiehlst du der jungen Generation, die dir jetzt, sag ich mal, eine Dreiviertelstunde, Stunde hier zugehört hat, auf ihrem weiteren Weg? Hast du so irgendwelche, ja, Key Messages für die jungen Leute parat? Gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also, das ist natürlich sehr stark geprägt von meiner eigenen Sicht auf Organisationen und der Haltung, die ich auf die Welt habe. Also insofern ist das, erfahrt ihr jetzt wahrscheinlich mehr über mich, als wirklich einen guten Tipp zu bekommen. So würde ich das mal formulieren wollen. Also ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, wenn ich so auf mein gesamtes Berufsleben gucke, ich habe mich häufig falsch gefühlt und dachte so, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie bin ich jetzt der Doofe oder was so. Vielleicht war ich das auch tatsächlich. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Intuition und mein Riecher mich irgendwo dazu gebracht hat, irgendwie meinen Weg zu folgen. Und ich glaube, wenn ihr erkennt oder das Gefühl habt, ihr seid falsch, dann ist das nicht falsch, auch dann ist es nicht falsch, auch bei sich selber mal zu reflektieren. Aber ich würde insbesondere eher darauf gucken, kann es sein, dass ich mich nur falsch in dem Umfeld gerade fühle, wo ich bin? Oder wo gibt es ein Umfeld, wo ich mich richtig fühle? Das hat dann nichts mit mir zu tun, sondern mit dem Umfeld. Ich glaube, das wäre eher, hätte ich das früher gewusst, ich glaube, das hätte mir viele Grübeleien und Schleifen erspart. Vielleicht war es aber auch gut, die zu haben, weil ich natürlich jetzt anders drauf schaue. Ist ja immer die Frage, ne? Sind Probleme zu vermeiden gut oder sind Probleme zu haben ganz richtig, weil du darüber eine Problemlösungskompetenz entwickelst? Hat ja immer zwei Facetten. Aber ich glaube, das, was mir wirklich geholfen hätte, im Sinne der Entspanntheit zu wissen,
ich bin gar nicht falsch, sondern dort, wo ich bin, passe ich nur nicht rein. Aber es gibt einen Ort, wo ich mich richtig fühlen kann und wo ich auch wirksam sein kann. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, um nicht selber sich permanent einen reinzuhauen und an seinem Selbstwert irgendwie zu kratzen, weil das ist für Motivation und intrinsische Motivation echt Müll. Ich glaube, das würde ich so als ersten Teil nehmen. Und dann vielleicht noch ein letzter Teil, werde ich in meiner Würde als Mensch gesehen oder bin ich irgendwie ein Produktionsfaktor, der irgendwie ausgelutscht wird oder der irgendwie, ja, das ist aber meine persönliche Richtung, weil ich finde, da ist die klassische Betriebswirtschaftslehre auch nicht wirklich hilfreich, weil sie immer noch vermittelt, dass es Humanressourcen gibt. Und das finde ich, seitdem ich Kathleen Rosenthal gelesen habe, Accounting for Slavery, kann ich dieses Wort nicht mehr benutzen, weil das haben die damals schon benutzt, um versklavte Menschen zu benennen. Ja, die waren Ressourcen, die hatten Marktwert, je nachdem, ob die krank oder gesund waren. Da gab es tatsächlich so Indizes, wie viel wert ein versklavter Mensch ist und so weiter. Das ist eklig. Ich kann es kaum in Worte fassen, wie menschenverachtend das ist. Und das findet sich eben ganz viel noch in der klassischen BWL. Und darauf würde ich achten. Also gibt es Unternehmen, die auf dieser Stängelebene der Seerose, die eine andere Haltung zu Menschen haben. Also plurale Ökonomik, Donut Economy, so jetzt habe ich es aus den Niederlanden. Also ich würde schauen, gibt es Unternehmen, die schon auf eine andere Art und Weise wirtschaften, Gemeinwohlökonomie, Stichwort Nachhaltigkeit und so weiter. Das sind so Punkte. Aber wie gesagt, mehr über mich sagt das aus als ein Tipp vielleicht für euch. Ja, spannend. Also ich konnte gerade bei dem ersten Punkt einiges von denen natürlich auch wieder bei mir wiedererkennen. Hätte es solche Momente nicht gegeben, wo ich mich fehl am Platze gefühlt hätte, wo ich gedacht habe, spinne ich jetzt oder spinne die? Stimmt mit mir was nicht oder stimmt mit dem System was nicht? Genau. Das hätte nicht dazu geführt, dass wir uns heute hier unterhalten. Ich wäre immer noch in dem Unternehmen wahrscheinlich tätig, würde schön aus dem Glaskasten Richtung Weser gucken und 3,5 netto verdienen, aber ich hätte mich wahrscheinlich nicht weiterentwickelt. So. Also ich glaube, dass vielleicht braucht es sowas auch. Ja, genau. Wege. Genau, ja. Ich habe hier jetzt noch von einer Studentin, die mir noch dreimal gesagt hat, sie möchte gerne noch mal dazu eine Frage haben. Das ist aber auch wirklich die allerletzte Frage. Sie fragt, wiefern die aktuelle Corona-Situation Einfluss hat auf die transformative Autorität. Sie hat ganz viel dazu geschrieben, von wegen jetzt so Distanzierung und Auseinandersetzung politisch. Siehst du da irgendwelche Effekte drauf? Ja, das ist ganz interessant. Wir hatten vor ein paar Wochen waren Studierende aus dem Masterstudiengang Wirtschaftspsychologie, ihre Masterthesis gemacht zur Präsenz im digitalen, also die transformative Autorität, vielleicht das nochmal so grob, hat 7 Elemente, woran man arbeiten kann oder an denen man lang arbeiten kann, um in diese Haltung zu kommen. Und ein Element ist Präsenz, also die relative Nähe und Distanz zwischen Führungskräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die haben in ihrer Masterthesis das untersucht zum Thema, wie wirkt sich das auf den digitalen Raum aus? Und das ist ganz interessant. Und ich würde sagen, es zeigt sich jetzt, und da kamen die auch lang, dass über Experteninterviews und Expertinneninterviews, die geführt haben, das war die Forschungsmethode, die genutzt haben. Und das Interessante ist, dass sozusagen über dieses Digitale, was jetzt einfach nötig ist, um Infektionsschutz zu gewährleisten, zeigt sich, welche Führungskräfte oder Menschen in Führungsverantwortung tatsächlich es schaffen, auf einer menschlichen Ebene, also auf dieser Stängelebene der Haltung, eine Autoritäts-, eine Führungsbeziehung aufzubauen, die auf Nahbarkeit ist, trotz digitalem Raum. Und welche sozusagen eher hilflos sind und gar nicht mehr, ja, man könnte sagen, dieses autoritäre, die können ihren Kontrollnotwendigkeit, die können die kaum umsetzen, weil das geht im Homeoffice oder in Distance Work gar nicht. Das heißt, ich würde sagen, diese ganze Covid-Geschichte und digitales Arbeiten verschärft und macht nur noch mal deutlicher, wer schon eher in einer Haltung ist, der unabhängig auch von persönlicher Präsenz gute Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbeziehungen gestalten kann und eine emotionale Intelligenz hat. Das geht auch im digitalen Raum. Das haben eben die Studierenden mit diesen Experteninterviews schön rausgearbeitet. Die Masterthesis ist aber noch nicht frei verfügbar. Ich warte auch noch drauf,
bin sehr gespannt. Und welche Führungskräfte oder Menschen in Führungsverantwortung eher in dieser traditionellen Industriekultur denke noch unterwegs sind und irgendwie Leute kontrollieren und sie nicht ins Homeoffice lassen, weil sie denken, na, zu Hause sind die nur faul und so weiter. Also wo sozusagen diese klassisch traditionellen Autoritätsmisstrauensgeschichten wieder durchkommen. Das wäre so sozusagen der Faktor, ja. Sehr schön. Der Punkt, ja. Ja, spannend. Jetzt haben wir also wir haben schon wirklich über eine Stunde, glaube ich, jetzt gerade erreicht. Also eine halbe Stunde hatten wir, glaube ich, jetzt noch mit Fragen gefüllt. Und du hast tolle Antworten darauf gegeben. Vielen lieben Dank. Auch jetzt sehr gerne. Im Namen der 180 Studierenden. Also ich fand es sehr aufschlussreich nochmal, sehr ermutigend auch nochmal, dass es neue Konzepte, andere Konzepte gibt und das sozusagen auch in unseren Händen liegt, diese Konzepte auch zu leben. Ne? Wir werden nicht nur einfach da hineingeschmissen, sondern wir können auch selber was tun. Und das, unbedingt. Die Message, die nehme ich jetzt so heute nochmal mit von dir. Ja. Also von daher... Dankeschön für. Ich danke dir, dass ich und bin froh über die Bremen Connection sozusagen und bin auch wirklich zutiefst dankbar, dass ich in Bremen bei euch forschen kann, weil ich das ein großartiges Umfeld finde. Und ich kann wirklich alle nur ermutigen, weiterzugehen. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar Plätze im Masterstudiengang oder so. Also ich finde das ganz, ganz interessant, aber auch in anderen Studiengängen. Was spricht dagegen, wie eine Bachelor- oder eine Masterthesis noch anzureichern mit dieser Idee? Vielleicht das nochmal, diesen Werbeblock musst du mir noch gestatten. Das sind Bücher, nicht nur meine beiden, sondern diejenigen von euch, die sich tatsächlich mit dieser autoritären Autorität und Gehorsam beschäftigen mögen, den kann ich Arno Grün empfehlen, wieder den Gehorsam. Das ist ein kleines Essay nur. Wenn ihr das gelesen habt, schaut ihr anders auf die Welt, was Autorität angeht. Das kann ich extrem empfehlen. Und übrigens diejenigen, das kann ich noch sagen, das ist gut, dass es mir einfällt, heute Abend auf Clubhouse um 20 Uhr, diejenigen von euch, die da schon sind, die Android-Version kommt ja irgendwann, aber diejenigen, die da schon sind, um 20 Uhr mache ich mit einer Kollegin Maria Wiebrich zusammen zum Thema Autorität und Frauen, weil Autorität ist immer noch sehr stark männlich konnotiert und wir versuchen mal zu erkunden, wie ist das denn eigentlich mit Frauen und Autorität und wie nennen die das und so weiter. Und wir hatten letzte Woche schon ein Erkundungspanel dazu. Und das war ganz interessant, wie Frauen Autoritätsverhalten konnotieren und wie Männer das tun. Also wer Lust hat, heute 20 Uhr auf Clubhouse, findet ihr mich. Und dazu gibt es eben das gute Buch, Wie männlich ist Autorität von Hilge Landwehr und Catherine Newmark. Das ist nicht nur für Frauen interessant. Ich finde es extrem, extrem wertvoll, dieses Buch. Ja, und wer Lust hat, kann sich gerne mit mir vernetzen auf allen Social-Kanälen. Ich freue mich immer über Vernetzungen und Fragen. Ich unterstütze gerne bei Master- und Bachelorarbeiten. So. Das vielleicht wow. Noch danke. Ich glaube, ich habe hier schon einige coole Messages jetzt gerade bekommen. Die gingen direkt an mich, aber wahrscheinlich war es an alle gerichtet. Also Frank, vielen lieben Dank. Ich danke dir, ja. Die haben deine Folien, also für diejenigen, die nochmal wissen wollen, wie Frank Baumann-Habersack wirklich geschrieben wird und auf Clubhouse nachgucken wollen, können da sich nochmal die Folien runterladen. Und genau, da schreibt jetzt irgendjemand Clubhouse, machen wir nochmal Werbung dafür, das ist so ein Halo-Effekt, wenn man zwei, drei Mal genau, das ist ein neues soziales Netzwerk für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ich bin da auch vertreten, habe da auch schon zwei, drei Mal auf der Bühne gestanden und habe da was erzählt, also ich finde das total spannend, dass wir auch solche Medien nutzen, dass du auch sozusagen dich da präsentierst und diese Idee da auch hineinträgst, weil das braucht es da auch. Da ist auch so ein bisschen was zum Thema Nachhaltigkeit. Da ein, zweimal war ich da unterwegs. Also ich finde das hochspannend, weil es einfach so schnell geht, sich mit Menschen dort zu vernetzen. Das finde ich fantastisch. Ja, ja. Okay. Dennis, ich danke dir sehr. Hat viel Spaß gemacht und ich freue mich auf irgendeine Form der Fortsetzung. Ja, wir sind ja gut in Kontakt.